Es ist ein Überraschungswerk unseres Bildhauers, der proaktiv sich überlegt hat, Greta herzustellen. Ich hoffe einfach, dass man eben nicht nur über Greta spricht, sondern eben auch über dieses wichtige Thema, was sie sich irgendwie hier aufs Plakat geschrieben hat. Natürlich hofft man, dass der Prominente selber mit seiner Figur zufrieden ist und das Ganze auch positiv sieht. Hi, ich bin Hannah von Pointer. Ich stehe gerade vor dem Panoptikum in Hamburg. Hier wird heute eine ganz besondere neue Wachsfigur präsentiert. Sie ist 17 Jahre alt, kommt aus Stockholm und ist das Gesicht der Fridays for Future-Bewegung. Bildhauer Gottfried Krüger hat Greta Thunberg aus Wachs nachgebildet. Es ist das weltweit erste Wachsduplikat der schwedischen Klimaaktivistin. Und ich möchte heute herausfinden, warum die Wahl auf sie fiel, wie lange die Erstellung gedauert hat und was Menschen an Wachsfiguren fasziniert. Wieso haben Sie sich für Greta Thunberg als neue Persönlichkeit im Panoptikum entschieden? Ja, wir als Panoptikum haben uns ja eigentlich gar nicht so richtig für Greta entschieden, denn das ist ein Überraschungswerk unseres Bildhauers, der proaktiv sich überlegt hat, Greta herzustellen. Und insofern ist es gar nicht unsere eigene Entscheidung gewesen. Ich fand, dass Greta derartig beeindruckend ist als Person, als so ein kleines Wesen, dass die Geschichte von ihr habe ich gelesen und war derartig beeindruckt. Weiß Greta, dass sie als Wachsfigur in Hamburg steht? Wir haben Greta nicht aktiv informiert, vielleicht bekommt sie es aber durch die Presse mit. Mal sehen. Und welche Reaktionen würden Sie sich von ihr erhoffen? Naja, natürlich hofft man, dass der Prominente selber mit seiner Figur zufrieden ist und das Ganze auch positiv sieht. Ich hoffe einfach, dass sie sich darüber freut, dass sie jetzt hier geehrt wird und hoffe, dass sie nichts dagegen hat. Ansonsten hoffe ich, dass die kleine Wachs-Greta eben dafür sorgt, für Gesprächsstoff sorgt und also unter den Besuchern hier im Haus und dass man eben nicht nur über Greta spricht, sondern eben auch über dieses wichtige Thema, was sie sich irgendwie hier aufs Plakat geschrieben hat und darauf hinweist. Wie lange dauert die Erstellung von einer Figur so von Anfang bis zur Ausstellung? Greta hat jetzt ein Jahr mir Freude bereitet. Und Frau Merkel hat 2,5 Jahre gedauert. Das heißt nicht, dass ich 2,5 Jahre durchgehend nur mit Frau Merkel beschäftigt bin, aber ich brauchte bei ihr immer wieder größere Abstände. Und manchmal weiß man eben auch nicht, woran es liegt, aber irgendwas stört einen und man hat das Gefühl, irgendwas ist verkehrt und ja. Und dann wird man betriebsblind nach einer Weile und dann muss man eben wieder einen Abstand bekommen. Welche Rolle spielt die Nachhaltigkeit in Ihrer Einrichtung? Bei Greta ist es so, dass wir wirklich ganz bewusst auch nachhaltige Akzente gesetzt haben. Das heißt also, Gretas Figur trägt zum Beispiel Secondhand-Kleidung, so wie das auch bei Greta wirklich im wirklichen Leben ist. Sie trägt auch Secondhand-Kleidung. Und insgesamt ist es natürlich so, dass Wachsfiguren ein nachhaltiges Produkt sind, weil Wachs ja ein Naturprodukt ist. Und deshalb passt das Panoptikum mit Nachhaltigkeit eigentlich gut zusammen. Warum sind Menschen so fasziniert von Wachsfiguren? Wachsfigurenkabinette und Wachsfiguren bieten dem Besucher die Möglichkeit, ihrem Idol oder dem Prominenten einfach ein bisschen näher zu kommen. Und sonst hat ja der Otto Normalverbraucher nicht so die Möglichkeit, dem wirklichen Promi mal richtig auf die Pelle zu rücken und auch das Selfie in Ruhe machen zu können. Und das können wir eben unseren Besuchern ermöglichen und deshalb ist ein Besuch bei uns auch ganz beliebt. Es sind ja meistens Prominente, die ausgestellt werden und man ist immer wieder beeindruckt, wenn man die dann tatsächlich denen Aug in Aug irgendwie begegnet und sieht, wie klein oder wie groß sie sind. Und auch das ist eben sehr faszinierend.